Das ist Anna. Annas Oma Erna ist vor kurzem gestorben. Nun hat Anna 10.000 Euro geerbt, die sie anlegen möchte. Sie hat vor kurzem von geschlossenen Fonds gehört, bei welchen es möglich sein soll, in große Projekte zu investieren. Hört sich toll an. So richtig weiß sie aber nicht, was es damit auf sich hat. Deswegen geht sie zu ihrem Berater. Geschlossene Fonds bieten privaten Anlegern die Möglichkeit, sich an Schiffen, Flugzeugen oder großen Immobilien zu beteiligen, die sonst nur für institutionelle Investoren zugänglich sind. Es handelt sich dabei um Sachwertanlagen. Anna hat alleine nicht genügend Kapital, um ein solches Großprojekt wie zum Beispiel ein Bürohochhaus zu finanzieren. Deshalb wird das Kapital von Anna und das von weiteren Anlegern gebündelt. Anna könnte sich ab einem Betrag von 10.000 Euro an dem Gebäude beteiligen. Sobald sich genügend Investoren gefunden haben, um das gesamte Projekt finanzieren zu können, wird der Fonds geschlossen. Sobald der Fonds geschlossen wurde, können keine weiteren Anleger mehr in den Fonds investieren. Durch die Vermietung der Büroflächen erhalten Anna und die anderen Investoren während der Nutzung des Gebäudes regelmäßige Ausschüttungen. Nach Ablauf der Laufzeit des geschlossenen Fonds wird das Bürogebäude veräußert. Der Anleger erhält sein investiertes Kapital zuzüglich eventueller Wertsteigerung zurück. Aber leider geht die Rechnung nicht immer so gut auf. The Gherkin in London war auch ein geschlossener Fonds. 5,5% Rendite wurde versprochen. Die Immobilie bereits vermietet, Top-Lage, was soll da schiefgehen? Zu hohe Kosten, zu geringe Mieteinnahmen und zu optimistische Erwartungen führten dazu, dass die Ausschüttungen ausgesetzt wurden. Trotz der simpel wirkenden Sachanlage verbergen sich oft Risiken, die für den einfachen Anleger schwer einzuschätzen sind. Geschlossene Fonds eignen sich für Anleger, die schon große Beträge in andere Vermögensgegenstände investiert haben. Anna, die bisher nicht über ein großes Vermögen verfügt, sollte sich also ein solches Investment genau überlegen.